Prime Mechanics Extinction. Ja, das neue Update ist so gesehen da. Wir haben auch eine neue Map. Wir haben sehr viele neue Skins. Und wir gucken uns jetzt erstmal das Update an. Das heißt, ich switch mal kurz auf was anderes. Und hier sehen wir das neue Update. Ihr seht auch schon die neue Map in der Boralis-Einrichtung. Ich habe mir das schon angeguckt. Das ist wirklich eine sauschöne Map. Wir gucken die uns auch noch in-game an. Die Beschreibung könnt ihr ja selber lesen. Ich habe es extra auf Deutsch übersetzt, damit ihr das auch lesen könnt. Für die Leute, die jetzt kein Englisch können. Und wie ihr seht, kommt auch Capture to the Egg in diesen Bereich dieser Map rein. Und es ist eine sauschöne Map. Ihr seht da auch schon ein paar neue Skins. Und die Schneebound, oder Snowbound eher gesagt, ist anscheinend auch ein bisschen verbessert worden. Das gucken wir uns dann auch mal an. Und wir haben hier mal den Trailer. Den Trailer gucken wir uns jetzt mal an. Der Ton ist natürlich aus. Ihr seht natürlich, das sind einer der neuen Skins. Das sind Store-Skins und es gibt Free-Drop-Skins. Und ich kann euch nur die Store-Skins zeigen und noch ein paar vor dem vorherigen Update. Und ihr seht schon, es gibt auch für den Spino endlich eine neue Taunt. Und ich muss sagen, dieses neue Taunt sieht mega Bombe aus. Die wird wahrscheinlich auch mega Bombe teuer sein. So. Ja, ihr seht, man hat sehr, sehr viele Sachen. Der Kryo hat auch mehr Gesundheit bekommen. Die Abklingzeit wurde von einem Kryospucke so gesehen weniger gemacht. Also haben einiges gefixt. Also ich bin mal gespannt, wie das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Wir haben auf jeden Fall sehr viele neue Sachen. Ihr könnt ja das Video pausieren und könnt dann selber halt lesen. Ich gehe dann von oben nach unten dann wieder. Einfach pausieren. Und dann könnt ihr das auch selber lesen. Ich finde, es ist ein mega geiles Update. Es ist mega geil gemacht. Gefällt mir. Kann man ehrlich gesagt nicht drüber meckern. Auf jeden Fall. Nices Update. So, jetzt gehen wir aber auf das Spiel zurück. Gehen in den Store. Ich muss leider sagen, der Store ist noch nicht alles gefixt. Hier, da fehlt das Layout und so. Normalerweise sehen wir dann hier die Skins, die neu sind. Aber gut. Es ist frisch, es ist neu. Und die Store-Skins sind da. Ihr seht auch schon, was alles da ist. Und ja. Und noch von dem alten. Events sind auch noch die Skins da, die könnt ihr euch noch so gesehen holen. Und hier haben wir schon einer der neuen. Und ihr könnt auch einige der neuen sehen. Und wir gucken die uns jetzt auch mal gleich an. Zu den Free Drop Skins, davon zählt der Puzzle Acro, den Mascherani Acro, den Gilden Oviraptor, den Spino Sash Town, Silicon Oviraptor. Tofori, Double Barrel Shotgun, Titwetter, Spino, Winterface Nova Raptor und der Tectonic Nova Raptor. Von dem letzten Update werde ich auch noch die Skins reinschreiben, die noch so gesehen Free Drop sind. Da fehlt nämlich dann auch der Transit Spinosaurus und Rainforest Kano und so. Das kann ich euch dann alles in der Videobeschreibung verlinken. Sprich, ihr gesagt, die Namen der Skins. Vielleicht werde ich auch die Links dazu eingeben, damit ihr seht, wie die auch aussehen. Denn das sind Free Drop Skins, die werden im Laufe der Zeit gedroppt. Und ihr könnt die auf dem Community Market für Geld kaufen, sagen wir mal. Allerdings ist das Geld nicht vom Spiel aus festgelegt, sondern die Leute, die die Skin halt da verkaufen. Das heißt, sie werden sehr teuer sein. Mit der Zeit werden die sehr billiger werden, weil sie halt im Laufe der Zeit mehrmals gedroppt werden. Und da wird auch so gesehen, die Skin billiger. Ich sag schon mal vorweg, die Free Drop Skins werde ich nur zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel sie habe. Andernfalls zeige ich sie immer so hinterher in den Videos und ihr könnt sie dann euch angucken. Vielleicht mache ich auch dann noch ein extra kleines Video dafür, aber mal sehen. Jedenfalls wird das einige Wochen, Monate dauern,
bis ich die Free-Top-Skins bekomme, weil sie auch recht hoch sind vom Preis. Und man hat ja noch den Store, der auch nicht gerade billiger ist, aber ist gerecht. Also wenn man nicht gerade alle kaufen möchte, ist der Store eigentlich gerecht. Er ist in Ordnung, er ist gut so und die Preise stimmen. So, wir gehen uns jetzt mal die Skins angucken. Wir haben hier für die Scharfschützin eine neue Skin, nämlich die Overseers Scharfschützin. Die sieht so aus, sieht mega Bombe aus, sieht sehr hübsch aus, ist geil gemacht, kann man nicht meckern. Vor allem die Engelsflügel sind voll cool, muss ich verstehen. Und auch die Bemalung ist cool. Und wir haben auch neue Hüte bekommen, die gucken wir uns jetzt auch alle an. Das sind sehr, sehr viele Hüte, die kriegt er allerdings mit Pack. Da haben wir einmal den Hut. Dann haben wir den Hut. Dann haben wir den Hut. Dann haben wir den Hut. Ich muss ehrlich sagen, die sind sau schön gemacht. Die sehen alle saugeil aus. Das sind wirklich sau schöne Cabbies. Und jede Klasse ist auf einer dieser Cabbies drauf. Ovi, T-Rex, Spino, Flugsaurier, die sind alle schön drauf vertreten. Finde ich mega geil. Sieht auf jeden Fall mega bombig aus. Auch das Muster, das ist wirklich sauschön gemacht. Das ist eine sauschöne Cappy-Auswahl, kann man sagen. Ja, und das sind so ein bisschen auch schon die neuen Menschensachen. Ich habe ja die Waffe nicht gekauft. Wir haben ja noch eine Waffe im Store. Das ist die. Ich muss sagen, die kaufe ich mir nicht, weil ich finde die Waffe nicht schön. Ich bin auch nicht so der Fan von Menschensachen. Ich laufe auch meistens überwiegend immer nur mit denselben Waffen rum. Sprich mit den goldenen Waffen. Und ja. Bin jetzt so der Fan von den ganzen Waffenskins, weil ich ja sowieso immer mit denselben rumlaufe. Und es sieht auch mal ein bisschen Variation in den Käppis. Ist auf jeden Fall schön gemacht. So, dann gehen wir auf die Dinosaurier. Da haben wir auf jeden Fall schon einen Kandidat. Der Bloodthorn Rex. So sieht der Gute aus. Ich muss sagen, die Kombi von den Farben ist momentan auf grün-rot, fällt mir auf. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Kombination. Da kann man nicht meckern. Sieht auch schön aus. Das Muster ist sehr schön gemacht. Ist auf jeden Fall sehr schöner Skin. Kann man nicht meckern. So, und dann kann ich euch schon einer der da vorigen, vor dem Let also vor diesem Update, schon einer der Free Drops zeigen, nämlich den Tropical Rex. Der sieht nämlich so aus. Ich muss sagen, der erinnert zwar an Jurassic Park T-Rex vom zweiten Teil, die vergessene Welt. Auf jeden Fall saugeil gemacht. Sieht sau schön aus. Ist mal wieder ein Shurika-Skin. Und die sehen immer, ich muss sagen, die sehen immer Bombe aus. Das sind wirklich wunderschöne Skins, so wie sie macht. Auf jeden Fall sehr schickes Skin. So, das sind auch so gesehen vom Rex schon alle. Der Spino hat aber auch was Neues bekommen. Nämlich der Atlantic Spino. Das ist auch einer der schönen Spinos, würde ich sagen. Ach, hier das. Ich sag mal, das Schimmern und so, das sieht sehr, sehr schön aus. Auf jeden Fall eine sauschöne Skin. Kann man nicht meckern. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, und der Akku hat natürlich ein ganzer Batzen neuer Skin bekommen. Da haben wir zum einen den Sedimentary-Akku. Der sieht so aus. Auf jeden Fall auch sehr schön gemacht. Hat auch sehr schickes Muster. Auch hier die Streifen und so. Alles sehr schön gemacht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Skin. Kann man nicht meckern. Auf jeden Fall hübsch. So, dann haben wir den Brimstone-Akku. Ja. Die rote Variation ist auch eingetroffen. Und ich muss sagen, ist auch eine sehr, sehr schöne Skin. Von Blum Blum und Co. her ist das wirklich eine sehr, sehr schicke Skin. Shurika macht wirklich sau schöne Skins, aber da kann man echt nicht meckern. Auf jeden Fall hübsch. Dann haben wir den Neptunien-Akku. Wo ich sagen muss, das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist auf jeden Fall eigen. Das ganze Muskel ist eigen. Soll ja an den Neptun erinnern, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Blau ist allerdings wunderschön.
Muss ich ehrlich sagen, das Blau ist wirklich sau, sau schön. Im Großen und Ganzen, das ganze Muster und so. Ist okay, kann man nicht großartig meckern, aber ich muss sagen, der ist jetzt nicht so einer, wo ich sagen muss, okay, den ziehe ich jetzt an. Aber er ist auf jeden Fall eine hübsche Skin. Hat auch ein hübsches Muster eigentlich, aber das Muster ist wirklich besonders, kann man sagen. Ist wirklich besonders. So, dann haben wir den Tablet Cray oder Tablet Cray, wenn das so liest. Jedenfalls, das ist einer meiner Favoriten-Skins. Das werde ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch tragen, diese Skin, weil das eine sauschöne Skin für mich ist, finde ich. Und der Puzzle-Akro sieht so ähnlich aus wie der. Aber ist in Ordnung. Sind beide hübsch. Ich habe ja schon im Workshop gesehen, wie die aussehen. Sind auf jeden Fall beide hübsche Skins und ich mag auch das Muster. Ich mag hier das. Ich bin so ein Fan von schwarzer Schnauze, schwarzer Arme und Beine und schwarze Spitze. Und das sieht an den Großen wirklich sauschön aus. Und es ist auch eine sauschöne Skin. Gefällt mir. Sehr, sehr schick. So, das wissen auch alle Akkus sein. Dann gehen wir zum Raptor. Der hat ja auch was Neues bekommen, nämlich eine neue Skin, die man im Store ergattern kann. Nämlich der Dark Phoenix Nova Raptor. Der sieht nämlich so aus. Muss sagen, ein bunter Nova. Der hätte eigentlich in Valentinstag gut reingepasst, muss ich ehrlich sagen. Aber ist auf jeden Fall eine sehr schicke Skin. Sie ist sehr bunt, muss ich sagen. Sieht schick aus. Die Farben passen so ein bisschen. Wo ich eigentlich sagen muss, die Federn, die passen so gar nicht zu dem, aber gut. Die hätten mehr hier mit den Federn so einstimmig werden müssen. Finde ich. Damit es auch mehr passt zu ihm. Ansonsten ist das trotzdem eine sehr schöne Skin. Sieht auf jeden Fall schick aus. So. Da haben wir noch der Terra. Der hat ja auch neue Skin bekommen. Der Kiwi Alpha Terra. Der sieht so aus. Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde das da richtig geil. Das soll ja die Haare von der Kiwi halt sein. Sieht auf jeden Fall Bombe aus, die Skin. Sie ist geckig. Sieht lustig aus. Ist eine sehr, sehr schicke Skin. War eine wirklich saugute Idee. Also der Stelle hat wirklich eine geile Idee hergezaubert. Insofern, auf jeden Fall. Schicki, schicki. So, dann haben wir den Tupper, der hat ja auch noch was. Der hat auch eine neue bekommen, nämlich den Jungle Soare Tupper. Der sieht so aus. Ja, ist auch eine sehr, sehr schicke Skin. Gerade die Flügelspitzen sind sau schön gemacht. Auch der Kopf und so, sau schöne Farben, muss ich sagen, mal wieder. Auch wenn ich nicht der Typ von Grün bin, aber mir gefällt neuer Zeit wirklich langsam Grüntöne, weil das jetzt auch mal schöne Grüntöne sind. Und schöner Topper, würde ich sagen. So, dann haben wir noch der Dillo, der hat ja auch ein paar neue bekommen. Da haben wir den Charmion Dillo, der sieht so aus. Ich finde das Muster hier, das runtergeht, sehr schön. Soll ja so ein bisschen schimmern. Auf jeden Fall eine sehr schöne Dillo-Skin. Kann man nicht meckern. Kann man sich angucken. Jeden Fall gut gemacht. So, und dann haben wir noch zuletzt den Condor Dillo. Der sieht so aus. Ja, soll ein Condor sein. Sieht ganz okay aus. Mein Geschmack hat die Skin jetzt nicht so wirklich, aber sie ist ganz in Ordnung. Man kann nicht großartig drüber meckern. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Skin. Sieht gut aus. So, dann haben wir zuletzt der Kano. Der hat ja auch ein paar neue Sachen bekommen. Wir haben zum einen der Floralkano. Der Floralkano ist wirklich sauschön, muss ich sagen. Wie schon gesagt, es sind sehr grün-rot-lastige Farben momentan unterwegs. Und auf jeden Fall eine sauschöne Skin. Kann man nicht meckern. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Kano. Und auch sehr schön neutral. Und das Gesichtsmuster, gerade an den Augen. Ich mag das, diese, ich sag mal, kajal verlaufenden Augen. Sieht das wirklich sauschön aus. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Skin. So, dann gehen wir auf den Blue-Faced Kano. Der sieht so aus. Ich muss sagen, die Musterfarben sind saugut gelungen. Passen alle gut super miteinander ein.
Ich sage mal, mein Kanu ist das jetzt nicht. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Man kann nicht großartig drüber meckern, weil er eigentlich eine sehr schöne Skin auch ist. Aber mein Typus trifft er halt nicht, weil ich die Braun-Blautöne nicht mag. Also sie passen super gut miteinander, ist alles gut eingestimmig. Aber mir gefällt dieser Kanu halt nicht so. Aber er ist trotzdem schön. So, dann haben wir noch vom letzten Update den Rainforest Kano. Der sieht so aus. Ist auch eine sehr, sehr schöne Skin, finde ich. Der sieht auf dem Bild natürlich nicht so schön aus, wie er jetzt hier auf dem Bild ist. Er ist jetzt wirklich so, wenn man ihn hat, wirklich schöner, kräftiger im Ausdruck und viel, viel besser generell im Konzept des Musters, muss ich ehrlich sagen. Also auf jeden Fall sehr schön gemacht, der Kano. So, jetzt noch mal zu den Free Drops. So, Leute, ich werde es so machen, wie schon erwähnt, die Free Drop Skins werde ich alle in die Videobeschreibung verlinken, die neu sind. Und wenn ich welche habe, werde ich die euch dann natürlich zeigen in den nächst kommenden Videos, wenn ich sie habe. Das kann Wochen dauern, das kann auch Monate dauern, je nachdem, die gerade droppen, wie viele Spieler auch spielen. Weil ich werde keine Skin kaufen von über 20 Euro oder so. Und ich sage mal so, 5 Euro, 8 Euro, 10 Euro gehen noch klar. Aber wenn das über 20 Euro sind, ist es mir für eine Skin doch zu viel und da warte ich lieber, bis sie halt ein bisschen billiger sind. Das wird sich mit der Laufe der Zeit dann auch so einprägen oder einrichten, weil sie halt getroppt werden. Sie sind jederzeit bekommbar, man kriegt sie immer, weil sie halt Free Drops sind. Und mit der Zeit kriegt man die auch im Community Market für billigere Preise, weil sie halt zuhauf sind. So, vom letzten Update fehlen mir noch den Spring Rain Acro und den Tanishit Spinosaurus. Und die jetzigen, die habe ich ja schon gesagt, wie schon gesagt. Ich werde alles in die Videobeschreibung verlinken und ihr könnt dann selber im Workshop euch die Skin dann mal angucken. Auf jeden Fall, die sind dann als Free Drop vorhanden. Es kann sein, dass manche Free Drops nicht funktionieren. Das wird dann mit der Laufe der Zeit behoben. Und so viel zum Thema der Skins. Wir werden jetzt mal uns die Hubala. So, wir werden uns jetzt mal die neue Map noch angucken. Aber vorher gucken wir uns mal die gefixte Version an. Gucken wir mal, wie die so aussieht, ne? Ist jetzt nicht eine große Unterschiede, aber das kann sich sehr schnell ändern. Im Großen und Ganzen sieht sie aus wie immer. Muss ich ehrlich sagen. Im Großen und Ganzen sieht sie aus wie immer. Wahrscheinlich ein paar Ecken gefixt, wo man hängen geblieben ist und so, sind wahrscheinlich verbessert worden. Ich sehe jetzt noch nicht so wirklich die Details. Warte mal, waren die Eier hier? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn ist das ein sehr nettes Detail. Sie wurde ja auch nur verfeinert, also sehr viel wird sich da jetzt auch nicht geändert haben. Würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die andere Map an. So, wir gucken uns jetzt mal die Borealis an. Mal sehen, wie die so sein wird. Ich habe es ja eigentlich gesehen, es ist mega geil gemacht. Wir werden jetzt erstmal mit dem Flugsaurier durch die Gegend fliegen. Und ihr seht schon sehr viel Detailgrad. Sie sieht sehr besonders aus. Hier sind die Knochen von Tieren. Ich weiß jetzt nicht, welche Knochen das sind. Auf jeden Fall Knochen von Dinosauriern. Und ja, es ist eine mega große Map. Ihr seht es ja. Gehen jetzt auch mal ein bisschen runter. Gucken uns hier mal so ein bisschen um. Bloß die Stromkabel reinfliegen, sonst bin ich tot. Auf jeden Fall sehr schick gemacht. Und vor allen Dingen, was am schönsten ist der Himmel. Also der Himmel ist das Schönste an dieser ganzen Map.
muss ich ehrlich sagen, aber die hat noch einige andere schöne Ecken. Da gehen wir zuletzt rein. Ja, hier so mit den Knicklichtern und so. Sieht auch sehr schön aus. Ja, ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Fliegen wir jetzt hier rüber. Hier haben wir einen Helikopterlandeplatz. Sieht auch cool aus mit dem Wind hier, mit dem Schnee. Auf jeden Fall geil gemacht. Wird bestimmt einer der Lieblingsmaps sein. Hier haben wir so ein bisschen zum Verstecken. Ansonsten, ne? Hier haben wir so ein bisschen Cave. Stalagmiten, wie man die nennt. Eispicker nenne ich die jetzt mal. Hier haben wir ein sehr schöner Fluss eigentlich. Ja, der hat viel Detail hier auch mit dem, mit der Spur hier. Auf jeden Fall geil gemacht. Sehr, sehr schickes, schicke, schicke Map. Kann man dann hoch. Hier sieht man auch mal wieder die Lichter. Das sieht hier wirklich sauschön aus. Sehr viele Kadaver haben wir hier. Kadaver mit Glühbirnchen. Hier kann man nochmal drin sitzen, wenn man möchte. Hier haben wir auch so ein kleiner Platz für die Menschen. Terrannensicher. Ja, jetzt gehen wir zum Hauptsächlichen, nämlich hier in das Hauptgebäude. Und da seht ihr ja schon ein Spino in einem Glas. Ja, da muss ich sagen, das sieht mega geil aus. Ist wirklich saugeil gemacht. Eine hardcore geile Idee, muss ich sagen. Mega. Da haben wir hier noch so die anderen Gläser, mal ein leeres Glas. Hier haben wir so gesehen Dillo und Raptor drin. Sind auch richtige Skins drauf. Das sieht man ja auch. Das sind ja richtige Skins. Das sind Winterskins. Sieht auf jeden Fall mega aus. Passt auch zu der Story von bei Mechanics Extinction, weil man eigentlich so gesehen Experimente rumlaufen hat. Das sind die Dinosaurier und die Menschen haben so gesehen.